Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Mein Name ist Kevin und heute auf unserer Reise der Limoncello, der aus Italien kommt. Diesen haben wir von Vino Lisa aus Delmenhorst gestellt bekommen. Und was man alles mit dieser Spirituose machen kann, zeigen wir dir jetzt. Freunde, seit den Tagen, als wir die Cocktails gedreht haben und heute sind noch ein paar Tage vergangen, es ist einiges dazwischen gekommen. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt einmal die Geschichte des Limoncellos. Der Limoncello allgemein ist ein Zitronenlikör, der aus Italien kommt. Deswegen auch die kleine Italienflagge in unserer Überschrift bei The World Slicker. Und dieser wird am Golf von Neapel und entlang der Amalfi-Küste hergestellt. Und auch dort wird er dann Limoncello genannt. In Ligurien dagegen wird dieser als Limoncino bezeichnet. Im Grunde ist es also dasselbe Produkt, nur die eine Region nennt es so und die andere Region nennt es so. Kommen wir zur Geschichte des Limoncellos. Die genaue Geschichte ist unbekannt, da es viele Städte gibt, die unterschiedlich darüber berichten und es nie wirklich niedergeschrieben wurde. Drei Städte spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte des Limoncellos. Unter anderem ist es Capri. Capri zum Beispiel behauptet, dass der Ursprung des Limoncellos der Familie des Unternehmens Massimo Canale aus Capri zu verdanken sei. Dieser hat nämlich 1988 als allererstes den Namen Limoncello als Marke eingetragen und dieses Getränk oder diesen Likör auch im großen Stil verkauft. Vielleicht kennt ihr ja den Limoncello di Capri. Noch bis heute wird seine Zitronenplantage für die Herstellung des Limoncello di Capri verwendet. Die Capreser behaupten etwas anderes. Ihrer Geschichte nach hat eine alte Dame im 20. Jahrhundert schon einen kleinen Orangen- und Zitronengarten gepflegt. Der Enkel der alten Dame hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine kleine Gaststätte eröffnet und in dieser hat er dann nach dem Rezept seiner Großmutter den Limoncello dann hergestellt und auch weiterverkauft. Und von dort aus ging er dann in die ganze Welt. Wie wird so ein Limoncello eigentlich hergestellt? Der Limoncello wird in einem mehrstufigen Arbeitsgang hergestellt. Und was als allererstes gemacht wird, ist, dass etliche Zitronen gewaschen werden und dann geschält. Wichtig ist dabei, dass bei den Zitronen nur der äußere Rand abkommt. Also nicht das Weiße, sondern nur das Gelbe. Weil das Weiße in der Zitrone sorgt dafür, dass das ganze Getränk bitter wird. Und das wollen wir natürlich nicht, da der Limoncello einen wirklich süßen Geschmack hat. Der nächste Step ist, dass die ganzen Schalen in einem 3- bis 4-wöchigen Verfahren in 95%igen Alkohol eingelegt werden und so der Alkohol den Geschmack der Zitrone annimmt. Zum Schluss dieses Ganzen, also nach 3-4 Wochen, wird dieser Aufguss aus Alkohol und Zitronen noch mit Zucker und warmem Wasser hinzugegeben. Und nach einer weiteren Woche in etwa wird der Likör dann gefiltert und kann getrunken werden. Wie wird so ein Limoncello eigentlich getrunken? Klassischerweise wird dieser als Digestif serviert und eiskalt. Es gibt jedoch auch viele Bäckereien und Konditoreien, die den Limoncello als Zutat benutzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Tiramisu mit Limoncello, was ich gerne auch wirklich probieren würde. Und wir zeigen jetzt auch ein paar Varianten mit Cocktails daraus. Cocktails war das Stichwort und die ein oder anderen treuen Zuschauer werden den Drink vielleicht schon kennen. Und zwar machen wir jetzt zunächst einmal einen Limoncello-Spritz. Für diesen benötigen wir zunächst einmal 50 ml Limoncello, die wir in ein Weinglas geben. Und hinterher kommt direkt Eis. Dann geht mir die Prosecco-Flasche in die Luft. Auf jeden Fall benötigen wir als nächstes einen Schaumwein. Ich benutze in dem Fall einen Cremant. Gern könnt ihr natürlich auch Prosecco oder Sekt nehmen oder irgendwas Vergleichbares. Und noch einen Spritzer Soda on top. Garniert wird das jetzt nochmal mit einer Zitronenscheibe, einem Trinkhalm und et voilà, unser Limoncello Spritz. Okay, unser nächster Cocktail, der hält wirklich, was er verspricht, und zwar der Lemon Pie. Und er schmeckt wirklich wie ein Zitronenkuchen. Für diesen benötigen wir zunächst einmal einen Shaker, in den wir Eis geben. Und dann brauchen wir schon unseren Limoncello. Von diesem benötigen wir 30 ml in dem Fall. Und dann kommt Likör 43 ins Spiel. Von dem brauchen wir 20 ml. Dann ein bisschen Sahne, und zwar 30 ml. Ihr müsst aufpassen, der Drink ist eine echte Kalorienbombe. Unsere nächste Zutat ist der Rohrzuckersirup, von dem nicht übertreiben, so roundabout 7,5 ml. Dann eine frische Zitrone, von der benötigen wir nur den Saft. Und zwar 30 ml geben wir noch in unseren Shaker hinzu. Und dann wird einmal alles kräftig durchgeshakt. Ich hoffe, euch gefällt das Video bis jetzt. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, welche Spirituose wir mal genau unter die Lupe nehmen sollen. Jetzt wird der Drink nochmal abgeseilt in unsere vorgekühlte Kupette. Einmal noch kräftig schütteln, damit wir alles aus dem Shaker kriegen. Garniert wird das jetzt nochmal mit einer Zitrone und et voilà, der Lemon Pie. Okay, der nächste Drink ist tatsächlich namenlos. Ihr könnt ja gern euch einen Namen dazu überlegen. Wir starten auf jeden Fall mit dem Limoncello. Von dem benötigen wir in diesem Fall 50 ml, den wir in ein Long Drink Glas geben.
Jetzt könnt ihr optional noch Wodka hinzugeben, und zwar 20 bis 30 Milliliter. Das macht den Drink natürlich ein bisschen stärker. Dann geben wir noch Eiswürfel hinzu und auffüllen tun wir das jetzt mit einem Tonic Water. Das machen wir dann bis oben hin voll. Ich finde es ziemlich cool, dass es eine echt coole Long Drink Variante ist, die echt lecker ist. Dann rühren wir alles noch einmal gut durch, nicht zu stark, da wir sonst die ganze Kohlensäure verlieren. Ein Trinkcard on top und et voilà, der Drink ohne Namen. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Einblick bekommen, was man alles mit dem Limoncello machen kann. Wir haben eine coole Long-Drink-Variante gemacht mit dem Tonic, wir haben eine Dessert-Variation und wir haben eine mit dem Prosecco. Wenn du noch 5 weitere Cocktails mit Prosecco sehen willst, markieren wir das hier irgendwo oben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Mein Name ist Kevin und heute bei unserer Weltreise... Weltleise. Mein Name ist Kevin und heute bei unserer Weltreise... Mann! Was? Oh, Freunde, das seid ihr ja schon wieder. Was denn?